Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute widmen wir uns mal dem Thema Berufung. Und dafür habe ich Heiko Schrang bei mir, der ein erfolgreicher Autor und Buchverleger ist und viel sich auch mit den Themen Spiritualität, Buddhismus befasst hat in seinem Leben. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und wir uns mal diesem Thema widmen dürfen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Heiko, hallo, schön, Corinna, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf, wieder mal. Ja, vor allen Dingen in dieser Rubrik Spiritualität hast du ja auch wirklich Bücher geschrieben, ja, Bestseller, auch auf Spiegel. Und dieser Teil liegt dir ja mittlerweile auch sehr am Herzen. Du hast ja auch ein neues Format auf YouTube, wo du wirklich positive Nachrichten den Menschen vermitteln möchtest. Zum Thema Berufung, wenn ich mir jetzt vorstelle, dein Weg, so die letzten Jahre, wenn ich das so beobachtet habe, was kannst du dazu sagen? Weil es war ja schon ereignisreich, vielseitig. Wir hatten auch schon mal im Interview, dass du wirklich auch schon mal schwer erkrankt warst vor über 10 Jahren. Also das sind ja alles Themen, die einen vielleicht auch prägen in diesem Weg der Berufung. Ich glaube, jeder Mensch ist im tiefsten Inneren auf der Suche. Und zwar darum geht es letztendlich im Leben, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und unsere Urgroßvorfahren und selbst die alten Ägypter und Griechen, die haben sich schon immer diese Fragen gestellt. Deswegen stand ja über ein Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Ja, ist ganz wichtig. Das war ja damals im alten Griechenland, da reden wir ja nicht mehr drüber. Das war ja der Mittelpunkt der Welt. Also Delphi, da hat die Pythia drin gesessen. Das war wie so eine spirituelle Frau, das könnte man sagen, vielleicht hat sie ja damals einen LSD-Trip gehabt, wie auch immer, also die in so einer Art Suance waren, da waren so, aus dem Boden, musst du dir vorstellen, kamen wie so Rauch, vielleicht war das auch eine Art Droge, wie auch immer, und da sind damals wirklich Kaiser und große Persönlichkeiten extra hingefahren, das redet ja keiner drüber, aber Fakt ist eins, und die haben sich dann einen Rat geholt, heute würde man sagen, geh zum Wahrsager, da stand drüber, erkenne dich selbst, und das ist wichtig, wichtiger denn je, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich denn hier? Warum? Oder die Frage muss man sich stellen, das kann doch nicht sein, dass ich das ganze Leben nur arbeite und viel Steuern zahle und dann falle ich irgendwann mal um und bin tot. Das versucht man uns aber einzureden quasi. Mhm. Das ist aber niemals der Sinn des Lebens, sondern im Endeffekt, wenn du das tust, was dich beseelt, dann brauchst du dich nie wieder anstrengen. Und das haben alle großen Künstler gesagt. Deswegen guck dir an, Picasso hat die größten Werke im hohen Alter gemalt. Das ist mal kurios. Also wenn man sich die Menschen anguckt, viele Menschen, die sagen, die Woche ist für sie eine Unterbrechung zwischen 2 Wochenenden. Hm. Das ist die Woche. Und am Mittwoch hören sie noch Radio und dann sagt der Radiosprecher, jetzt haben wir Bergfest. Jetzt sind nur noch 2 Tage bis zur Woche. Oh ja, verstehst du? Mhm. Woche, Monat, Jahre und alles verfliegt. Aber im Endeffekt gehen sie ja gar nicht irgendeinem inneren Ruf nach, sondern sie arbeiten nur, um Geld zu verdienen. Es kommt natürlich der Verstand, der sagt, ich muss ja Geld verdienen. Ich fand es so toll. Ich bin ja oft in Polen, das ist ja so eine Art zweite Wahlheimat von mir, weil für mich da sind die Menschen noch zum Teil normal. In Deutschland, in den Großstädten, wohne ich ja nicht, aber wenn du in einer großen Stadt bist, ist für mich jedenfalls unerträglich Berlin. Die Energie ist greifbar negativ, unbeschreiblich, unterirdisch. Und dort in Polen, da habe ich so ein Stammlokal und extrem angesehener Laden, immer voll mit Anstehen draußen und Platzieren. So, jetzt kommt der Hammer. Den Tag war ich da und sehe den Chef. Der Laden war komplett voll. Mhm. Mit einem Bekannten von uns. Wein war ich ja da, habe ich dir erzählt. Und da sehe ich, wie der Chef rumrennt, das habe ich noch nie gesehen, zum Tisch, bedient die Leute wirklich, als gute Laune bringt, macht, tut. Also ich habe eigentlich, die haben ungefähr 10 Kellner da, ich habe mehr den Chef agieren gesehen, der ist so aufgefallen, der hat schwarze Hemd an, die anderen sind alle exakt mit Weiß und Namensschild und so gekleidet. Und irgendwann, Baza Dobrze, heißt sehr gut übrigens in Polen und 2, 3 Wörter kann ich schon. Und dann kommt er zu mir zum Tisch und begrüßt mich und wir reden so. Sag ich, meine Frage, warum machst du hier mit? Der wird ohne Menge Geld verdienen. Das ist eine Sache, dann bräuchte der gar nicht. Da sagt er zu ihm, guckt er mich an und sagt, Heiko, weil das meine Berufung ist. Mhm. Weil ich einfach Spaß dran habe. Erfreue mich dran, dass meine Gäste glücklich sind.
hat mich richtig bewegt. Ja. Und da habe ich so gedacht, Wahnsinn. Mhm. Verstehst du? Mhm. So muss es sein. Also nicht, ja, hallo, ich bin der Chef, macht mal. Sondern der Mann macht's gerne. Und damit ist der auch ein Vorbild. Du siehst es regelrecht, unvorstellbar, der Laden. Da steht ein Gast auf, da kommen die sofort mit so einem kleinen Besen, machen alle, der Tisch, hier, ganz sauber, das ist alles komplett exakt. Warum? Weil er es auch vorlebt. Mhm. Weil er es selber macht, jeden Tag den Leuten zeigt. Und die machen es nach. Das ist, was ich meine. Jetzt kommen wir zur Berufung zurück. Ja, ist ja wieder Fischkopf und das Unternehmen. Mhm. Kennen wir doch irgendwo das Spielchen. Ja, klar. Und das ist bei jedem so. Und ich muss fairerweise sagen, klar, war ich auch auf der Suche und war mal, komm aus dem Leistungssport, war mal Leistungssportler und dann ging es damals um die Berufswahl. Und dann gesagt, das Einzige, was ich machen kann, Sport, aber damit Geld zu verdienen, ist schwierig. Was machst du letztendlich? Ich wusste schon immer, jeder Mensch hat eine Begabung, also hat eine Gabe, aber die meisten nutzen diese Gaben nicht. Mhm. Und deswegen sage ich immer wieder, geht in die Kindheit zurück, da hast du bestimmte Dinge gemacht. Mein Sohn ist das beste Beispiel. Der hat damals Lego, hat er mal geschenkt bekommen. Und mit einer Weihnachten beispielsweise und mitten in der Nacht musste ich auf Toilette. Und dann denke ich, dass er Licht im Wohnzimmer an. Da war der, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt. Dann hat er da gesessen am Tisch und hat dann diese Lego-Sachen zusammengebaut. Muss ich gleich dazu sagen, hat mir nie gelegen. Gar nicht, so eine Sache ist nicht mein Ding. Und irgendwann, wie so ist in der Pubertät, bist du auch in der Sinnkrise. Du alles Mögliche gemacht, weiß ich nicht, von Tennis, Golfer, die Kinder haben, wissen das Spiel, kennen ja alle. Also alle Sportarten durch, mhm, auch depressiv teilweise, was mache ich, ich kann nichts. Ich habe ihn aber mal aufgebaut und irgendwann haben wir auch mal zusammen uns hingesetzt, habe ich gesagt, denk doch mal zurück, was du für eine Gabe in dir hast. Ich weiß nicht, weil das so richtig ist. Dann haben wir das mal so erarbeitet und das war richtig interessant. Also kannst du dich noch mal, die vergessen ja auch die Kinder, die wollen das ja auch nicht mehr hören. Kind ist Kind. Ich bin jetzt ja schon erwachsen und so. Denk doch mal dran zurück, damals wie du als 5-6-Jähriger für 12-Jährige Lego Sachen zusammengebaut hast. Also komplexe Dinge. Was dazu in der Gabe? Denk mal darüber nach. Um jetzt mal abzukürzen. Mittlerweile ist er tätig, macht ein Studium und da war selbst mit seinen Leuten, war schon ein großer Zeitungsartikel dort, weil die Sportwagen zusammenbauen, also quasi so wie Formel 1 Autos, mhm, bauen die selber zusammen, richtige Autos, machen Autorennen, also er fährt jetzt kein Rennen, aber so, da geht das Wahnsinn. Also das, was er als kleines Kind mal gemacht, ja, hat, das macht er jetzt als erwachsener Mann. Und das, was ich meine, aber wir vergessen das. Das liegt dann irgendwann da und dann kommt die Gesellschaft und die Eltern. Du musst dies, dann hast du 2 Kinder, ich muss dich ja irgendwie ernähren und deswegen wäre ich nur mal Staatsdiener, weil ist ja irgendwie sicher, weißt du so. Mhm. Und verrätst eigentlich deine Seele und dein Herz. Verrätst du komplett. Und das siehst du an der Haltung der Menschen. Umso älter sie werden, sie laufen immer gebuckelter, weil sie sind überhaupt gar nicht mehr in der Liebe, sie sind überhaupt gar nicht in ihrer Berufung. Sondern sie werden eigentlich nur gelebt durch Ziele und Wünsche anderer Leute, für die sie arbeiten. Und deswegen ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt im Leben, seine Berufung zu finden, rauszufinden. Da gibt es 1000 andere Varianten. Numerologie, also ich weiß, von was ich rede. Ich habe mich intensiv auch damit auseinandergesetzt. War auch auf der Suche. Zum Beispiel hat die Numerologie mir geholfen. Reicht das aus? Oder muss ich jetzt kurz den Leuten erklären, was denn eure Zuschauer überhaupt mit Numerologie ist? Ja, kann man schon. Also wir haben schon auch welche hier gehabt. Okay, dann wissen Sie Bescheid. Okay. Ja, gut, also es gibt ja verschiedenste Sachen. Ja, teilweise, ich habe auch Rückführungen damals gemacht. Also, da haben wir in einer anderen Sendung beide kurz, mhm, drüber gesprochen. Ich war auch selbst auf der Suche, gebe ich ehrlich zu, selbst auf der Suche. Aber ich war auf der Suche zumindest. Ja? Mhm. Und dann ist die Sache, die Dinge kommen ja zu dir, du nicht zu den Dingen. Ne? Also diese schwere Operation. Und darüber heraus war ja auch nicht der Plan, hat sich dann rauskristallisiert mit den Büchern. Deswegen muss ich immer so müde drüber lachen, wenn die mal sagen, ja, eine Leute Geld verdienen, alle verdienen Geld. Fakt ist eins, ich komme aus der Immobilienwirtschaft und die mich von damals kennen, wissen genau, naja, wie viel Zeit ich hatte für Familie, Sport, Freunde und wie gut es uns ging, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Und der Preis, den du auch dafür bezahlst, bedeutet, du hast einen eigenen Verlag, du wirst angegriffen von allen Bereichen, die es nur gibt, wirst verklagt von Gott und die Welt. Aber arbeitest 16 Stunden am Tag. Aber die Arbeit hat was mit Befreiung zu tun und mit Berufung. Also auf Deutsch, finanziell geht es mir wesentlich schlechter als jemals zuvor. Mhm. Aber ich bin viel glücklicher und viel zufriedener, als ich davor war im vorigen Job. Und das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen, das ist nicht ein Argument, wenn man sagt, na ja, aber ich muss ja auch Geld verdienen.
Klar muss man auch Geld verdienen, aber viel wichtiger ist, mache ich das vom Herzen her oder nicht? Und was ich auch immer wieder gesehen habe, auch an Gästen, die dann wirklich ihre Berufung gelebt haben, dass entweder wirklich der Zustand stattgefunden hat, wie du gerade erzählst, man hat zwar weniger Geld als davor, aber ist glücklicher. Mhm. Oder man hat über irgendeinen Weg dann mit seiner Berufung eine Nische, eine Sparte gefunden, wo auf einmal das Geld kommt, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Mhm. Also das sind ja auch so diese Geschenke. Ich hatte das, witzigerweise war bei mir genau das Gleiche. Ich hatte 17 Jahre ein Unternehmen in Deutschland und durch Corona von heute auf morgen alle Aufträge verloren. Alleinerziehend, war alles weg. Mhm. Aber was war mein Ding? Ich bin nicht ins Drama, sondern ich habe mir aufgeschrieben, was will ich? Menschen begleiten, in die Tiefe, mehr Spiritualität, mehr ganzheitliche Gesundheit, wirklich in diese Souveränität kommen. 14 Tage später war ich hier. Weißt du, also diese Geschenke, und damit hätte ich ja nie gerechnet. Das sind ja dann diese, und es war voll mein Ding. Ich habe 17 Jahre nur über Gesundheit und Ernährung referiert und diese, wenn du, glaube ich, diese Absicht kommunizierst, dann kommt es ja zurück auf, ja, wir haben ja auch schon genug Beispiele gehabt jetzt, ja, in unseren Gesprächen. Ich kann es nur bestätigen, hundertprozentig, so, was du sagst. Es gibt eine Art Vorsehung, eine Art, ich sag mal, so eine Art Sogwirkung ist denn da, wenn deine Berufung naht, wie so ein Magnet, was dich denn in die Richtung zieht und dich begleitet, also was denn da ist. Und ich kann es definitiv bestätigen, als ich damals dieses Buch, was ich in einer anderen Sendung ja detailliert erläutert hatte, die Jahrhundertlüge 1, dieser Bestseller wurde, geschrieben habe, 2012. Das haben wir so just for fun geschrieben, so nach Motto, kann ich dann nehmen und eigentlich irgendwo reindrücken in eine Schrankwand und meinen Enkelkindern sagen, du, Opa hat mein Buch geschrieben, um es zu machen. So war ja eigentlich der Plan, aber das ist ja ein bisschen anders gekommen dann. Aber interessant ist, dass aus dem Nichts, dass ich ein Video gemacht habe, doch damals, genau. Hatte ich ja gestern, hatten wir den Tag darüber gesprochen. Da hatte ich ja an verschiedenste Verlage dieses Manuskript geschickt von der Jahrhundertlüge und die haben mir dann gesagt, nee, machen wir nicht, weil müsste zensurmäßig das und das gestrichen werden. Da dachte ich, hey, ich denke, wir haben diese Fressefreiheit. So ein bisschen gedacht, funktioniert das. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja diesen Newsletter-Versand schon und bei Wall Street Online habe ich ja auch publiziert. Also so 250.000 Leute haben damals die kostenlosen Newsletter gelesen. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Markt vorhanden. Also selbst ein Verleger könnte damit Geld verdienen. Und habe dann diesen Verlag ja gegründet und habe gesagt, okay, da musst du mal Video drehen, ganz primitiv, ganz einfach, mitten im Wald, ganz lächerlich mich hingesetzt, so wie jetzt mit einem Poloshirt, aber nicht mit einer schönen weißen Hose. Ja, hallo, ich habe da so ein Buch und geht dann darum und so ist die Situation. Da meldete sich jemand aus der Schweiz und hat gesagt, per Mail, wir haben da so einen privaten Sender und wir würden gerne dich einladen zu uns, dass du das dort uns präsentieren kannst. Dachte ich, ist ja Wahnsinn. Verstehe ich gar nicht. Ich habe richtig Sorge gehabt. Ich habe noch nie frei gesprochen. Schon gar nicht in so einem Sender. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die Sache ist dann Geschichte. Das war im Januar 2013, kann ich mich noch erinnern. Und dann ging es auch ab wie sonst was. Also die Leute und ohne Ende, die Auflagen waren alle ausverkauft in kürzester Zeit. Bum, 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 bum. Und das war, was ich meine. Also ich bin auf einmal reingeschmissen worden aus dem Nichts, dieser Sog. Ich meine, diese Sache, die kam und dann kam mit Schlag auf Schlag. Genau das Gleiche war ja mit Schrank-TV. Das sind alle so eine Schichten. Also nur Wieso hatte mich damals eingeladen, Leipzig, zu diversen Interviews. So hat alles begonnen. Steinzeit-TV. Mhm. Robert Stein hatte mich eingeladen und so. Und dann habe ich gesagt, und dann haben die gesagt, willst du nicht selber mal so probieren, so wie so eine Art Sendeformat? Ja. Wenn es nicht wird, dann stampfen, ist ja nicht schlimm, wir drehen das jetzt, wenn es nicht wird, dann lassen wir sein. Bin nach Leipzig gefahren. Und dann haben wir Schrank-TV aufgenommen, werde ich nie vergessen, erste Sendung, 200.000 Aufrufe. Einschlagen ohne Ende. Und naja, daraus ist geworden, dass ich alle 4 Wochen nach Leipzig gefahren bin. Und irgendwann kam Michael Vogt, hat mich interviewt damals, die meisten kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, war ganz bekannt, war ein Vorreiter, muss man schon sagen, in der alternativen Szene, weit voraus, jahrelang voraus, allen anderen, vielen anderen. Und dann sagte Micha zu mir, du sag mal, nach dem Interview, das wäre jetzt ungefähr so, als ob du zu mir vorher sagen würdest, Heiko, kannst du mich danach interviewen? Also, dass ich dich jetzt interview. Ich sag, das kann ich nicht. Also, ich habe mich da als Redner eher gesehen, hat er bei Demos schon gesprochen, damals am Potsdamer Platz vor 2000 Leuten, 2014, war auch schon Hammer. Hat mir nicht ausgesucht, die haben sich auch an mich gewandt damals. Also, Ken Jebsen war ja auch da,
also zu der Zeit. Und da sage ich, Leute interviewen, ich kann nur reden, aber ich Leute, na, mach doch mal, Heiko. Habe ich ihn interviewt. Und dabei ist rausgekommen aus dem Nichts heraus Talk mit, manche hören zwar jetzt ungern, aber ist leider so, von Lisa Fitz, dreimal war da, wir sind super klar gekommen, die hat mein Buch gelesen sogar, sie. Mein Buch gelesen, von Paraguay nach Deutschland. Sissy Perlinger, Florian Homm, Ex-Milliardär, weiß nicht, wie sie alle heißen, von Vera Lengsfeld, Eva Herrmann und so weiter. Also, aus dem Just-for-Fun-Sache kam das und es wurde immer größer, da. Und das, was ich meine mit der Berufung, du musst langsam anfangen. Kann natürlich sein, dass mein Sohn irgendwann mal an der Formel 1 an der Seite, weiß man, an der Boxengasse steht und für irgendein Team da arbeitet. Wissen wir nicht. Aber er hat angefangen mit kleinen Lego-Bausteinen. Und wir mussten erst diese Idee wieder wecken. Und jeder von den Zuschauern, der hat das auch in sich drin. Das ist wie so ein kleiner Diamant, musst du dir vorstellen, mit dem du geboren wirst. Jeder wird geboren mit einer Aufgabe. Sonst wäre er gar nicht hier. Und die wurde verschüttet. Von Jahr zu Jahr, umso älter du wirst, so ein Schutthaufen, wie so ein Müllhaufen, ist da drüber. Und wir müssen uns ein bisschen frei schaufeln und diesen Diamanten wieder finden. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn wir auf dem Weg der Berufung sind, ich sehe es ja jetzt auch bei dir, kommen ja trotzdem auch auf dem Weg Einschläge. Ja, ja. Ich meine, man hat ja gesehen, also zumindest habe ich das beobachtet, wie man durch wirklich gezieltes Verdrehen, Framing, Videos zusammenschneiden, ja wirklich aus vielen Menschen medial eine Anti-Punkt-Punkt-Punkt-Kultur aufgebaut wurde. Und es war ja dann schon heftig, oder? Weil da stelle ich mir die Frage, wenn ich dann im Flow bin und wenn ich in meiner Berufung bin, für was kommt dann so eine krasse Verdrehung meiner selbst? Oder ich habe das ja auch erlebt. Ich bin ja auch, hat ja auch nicht jedem gefallen. Ja, also das sind ja so, wo man arbeitet oder wie auch immer, die, du wirst ja in so Kategorien eingeteilt, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt wirklich dem Schöpfer dankbar, weil ich weiß, dass es für viele Menschen echt nicht einfach ist und habe viele erlebt, die gerade über dieses Thema mit dieser Mikrobe erwacht sind. Ja, und auf einmal wie aus dem Schlaf wirklich erwacht und die auch eine gewisse Bekanntheit von 0 auf 100 bekommen haben und die schwer depressiv jetzt sind, völlig fertig waren und sind teilweise noch mit diesen Anfeindungen nicht umgehen zu können. Ja, und ich weiß nicht, woran es liegt, deswegen bin ich dem Schöpfer dankbar, wenn ich so zurückdenke, mein gesamtes Leben von der Kindheit an, muss ich jetzt mal so eingestehen, ich habe immer polarisiert, also schon als Kind, also da waren, ich kenne das gar nicht anders, dass Leute mich nicht leiden konnten, war mir aber egal. Also es war immer, sag ich mal, so Hälfte haben mich gemocht, geliebt und die andere haben mich, aber interessant war, die mich nicht leiden konnten, das waren Leute, die kannte ich gar nicht. Der Schrank ist ein Arschloch, der ist, die sagt von vielen immer so, sag, wer, na der, wer ist denn der? Na der in der Nachbarschule, in der Klasse ist, kenne ich gar nicht. Ich habe damals schon festgestellt, in der Jugend, das sind immer die Leute, die dich nicht persönlich kannten. Warum? Weil du arrogant läufst, weil du die Frisur hast, weil du dies, das hattest. Und ich hatte den Vorteil, wie gesagt, durch den Leistungssport, war auf der Elite-Schule des Sports damals, also in der DDR, kennen Sie diese aus der DDR, kann wissen, bei Dynamo Sportclub, Dynamo Berlin, das war was Besonderes, da kam es nicht einfach so hin, da kannst du nicht sagen, hallo, ich gehe mal so vorbei. Da haben sie tatsächlich nur die Besten des Landes geholt, also ähnlich wie Bayern München, da hast du natürlich auch ein Selbstvertrauen, kriegst du ja auch, weil du weißt ja, das sagen sie dir auch jeden Tag, dort wärst du nicht hier, wenn du nicht einer der Besten, durch eine knallharte Schule auch, ist klar in allen Bereichen, aber egal, ich bin dankbar heute noch dafür, dass ich dieses Selbstbewusstsein dort bekommen habe, demzufolge, ja, ist richtig, kam eine große Gegenwehr in den letzten 2 Jahren, ja, einige Male hat mich das auch geärgert, aber ich habe es ja in ein paar Sendungen auch schon bei dir gesagt und auch bei meiner Anfangssendung von Theo. Ich habe erkannt, irgendwann ist es ein Spielfeld ist mit bestimmten Regeln und das habe ich einfach verlassen. Ja, und wie gesagt, klar steht unser Prozess noch aus nächstes Jahr im März.
der Prozess John Lennon-Bilder, also Yoko Ono, Anwaltskanzlei, verklagt mich, will Geld haben, weil sie der Meinung sind, ich hätte vorher fragen müssen für ein unscharfes Bild, was im Hintergrund hängt, neben anderen Bildern von damals Bruce Lee, Muhammad Ali, Krishnamurti, darf ich das hinhängen? Wir haben es ja sofort abgemacht. Aber es geht nur darum, selbst wenn ich da irgendwo verliere, es ist mir egal. Es ist mir egal. Also es ist jetzt so wie, naja, ist es eben so. Ist so, wirklich, ist egal. Weil man zerrt mich immer wieder, man will mich immer wieder auf dieses Spielfeld zerren, merke ich. Aber ich habe festgestellt, seitdem wir mehr spirituell machen auch, wird es ruhiger. Also du merkst irgendwann, wenn du aussteigst aus dem Kampfmodus, von dem Spielfeld, irgendwann haben weniger Leute Lust, mit dir zu spielen. Wenn du vorne dastehst, wie gesagt, und sagst, hey, GEZ-Prozess, 1000 Mann vor der Tür, alle tragen Zeichen erweiterte T-Shirt. Naja, da gibt's schon eine Menge Leute, die sagen, die schießen wir alle ab. Die können wir nicht leihen. Der Typ ist der Anführer von denen, die sind böse, wir sind gut. Kindergartenspiel bringt keinen Menschen weiter. Also sage ich mir, könnt ihr weiterspielen auf eurem Spielplatz, nach diesen Regeln. Ich mache da aber nicht mehr mit, ich gehe raus. Ja, umso schöner finde ich's, dass wir einfach auch Menschen wie dich bei uns haben, die polarisieren und dass wir aber auch hören, dass wir auch sehen, was wird aus dem gemacht, medial, wie ist der eigentlich wirklich, was erzählt er. Also, dass wir einfach auch mal ein neutrales Bild bekommen, ja, wo nichts hier zusammengeschnitten worden ist oder irgendwas. Der Hammer ist ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt darüber reden darf, will, kann, das ist ja mal so eine Sache. Über diesen anderen Prozess, über den wir gesprochen haben, oder ist das nicht ein Thema bei euch eigentlich? Mit den drei Buchstaben? Nee. Nee, dieses Thema mit den Codes, wo ich ein Codewort verwandt habe. Ja, das müssen wir. Dann lassen wir es sein, kein Problem. Also auf Deutsch. Brauchen wir nicht. Aber ich will sagen, es ist mittlerweile so weit, das Interessante ja, wenn du auf diesem Spielfeld rumrennst, rumeierst, da legt man mittlerweile fest und sagt dir ja, was du sagst, was du denn auch denkst. Also, so war das ja bei dem Richter vor meinem Gerichtsprozess, musste ich ja so ablachen. Wir sind ja vor Gericht gegangen, ich bin vor Gericht gegangen und habe ja aus Gewissensgründen, ist ja normal, wenn ich geklagt, wenn ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, Gelder zu zahlen für einen Beitrag, woraufhin letztendlich auch im Fernsehen Kriegspropaganda nachweislich, Falschinformationen und so weiter verbreitet werden. Und dann hat er mit dem Richter darum debattiert. Und dann hat er ähnlich, was sie jetzt mit vielen in unserer Branche machen, da legen sie einfach fest, ich sage jetzt irgendein Wort und dann wird Katalog genommen. Das ist ein geheimes Codewort und mit dem Codewort ist er jetzt rechts oder ist er das? Und da habe ich zum Richter auch gesagt, ich würde an ihrer Stelle ein Patent anmelden. Ich würde wirklich ein Patent anmelden. Sie haben ja die Gabe, in mein Gehirn reinzuschauen. Also sie stellen ja fest und erklären ja, ich habe ja keinen Gewissenskonflikt. Aber ich habe gedacht, dass ich selber das ja nur entscheiden kann. Also ich, mein Bewusstsein, mein Geist. Aber wenn sie die Gabe ja haben, das festzustellen, ob ich einen Gewissenskonflikt habe, dann melden sie mal Patent an. Und das, was ich meine, das sind alle so ein Spiel, ich nenne sie jetzt mal Figuren auf diesen großen Spielfeldchen, die davon ja auch leben. Und die immer wieder dich dort reinziehen. Und ich habe festgestellt, das zieht ja noch runter, weil seitdem die Mikrobe um die Ecke kam, war ich auch nicht mehr so kreativ. Ich habe auch kein Buch geschrieben, also im Zeichen der Wahrheit ist von, ich glaube, 2017 oder 18. Und auch die große Meditation war 2019 und danach kam mir nicht mehr viel. Also es würden die Leute sagen, Wahnsinn, wieso ihr? Du warst bei der Demo am 1.8., am 29.8. auf der Bühne vor so vielen Menschen und diese. Nee. Aber das hat mit Kreativität nicht viel zu tun. Es war nur Kampf. Also ich bin mitten rein sogar auf dieses Spielfeld gegangen, auf das große, wo du aber ja nicht gewinnen kannst, weil das sind Regeln, die andere dort bestimmt haben. Demzufolge fühlt sich das viel besser an. Ich spüre jetzt auch gerade, auch zum Thema Berufung und reden wir ja drüber, über die Sogwirkung. Guck mal, wir haben uns kennengelernt bei der Demo. Da hast du mich kurz interviewt am 1.8. so. Wir haben festgelegt, wir machen ein neues Format, Neo, völlig andere Ausrichtung. So aus dem Nichts heraus über einen Bekannten kam die Verbindung, du sagst, komm mal vorbei. Da haben wir auch gedacht, das ist ja perfekt, das passt ja ideal jetzt auf unsere neue Ausrichtung. Berufung, Meditation, das, was wir besprochen haben in den anderen Interviews und kommen jetzt zu euch. Warum? Weil die Zeit reif war dafür. Ihr wärt vorher gar nicht gekommen. Aber nicht, weil ihr nicht wolltet, oder vielleicht wolltet ihr auch nicht, sondern weil in dem Fall nicht diese Synergien da waren. Ja, wir haben auch nicht dieses politische Profil, das haben wir ja einfach nicht. Und du hast dich jetzt für dieses Thema, also hattest dich ja eh schon davor geöffnet. Nur jetzt ist es ganz klar, auch von der Positionierung,
mit meinem Format wird jetzt Spiritualität vermittelt. Genau. Ja. Und somit dachte ich, ja, cool. Ja, aber das haben ja. du am Anfang sehr schön formuliert hast, dass manchmal die Dinge dann auch kommen. Ja. Wie du das erzählt hast bei dir. Mhm. Ja, wie auf einmal du hier den Job bekommen hast, weißt du, und wo du Schwierigkeiten hattest dort, wegen der Mikrobe, dass du mit als alleinziehender Mutter und so weiter Schwierigkeiten auf einmal kommen aus dem Nichts heraus, ja, die Sache. Ja. So ähnlich ist es auch. Man muss nur offen sein dafür. Du musst dastehen mit beiden Händen. Ja, sonst geht's nicht. Also, ja, geht, ja, das sage ich immer, wer sucht, wird nicht finden. Nicht wer sucht, wird finden, wer sucht, wird nicht finden. Weil die Dinge kommen immer zu dir, du nicht zu den Dingen. Das hat Onassis selbst, Aristoteles Onassis, er rennt dem Geld nicht hinterher, geht dem Geld entgegen. Und das finde ich immer lustig an der Ostsee, wenn ich da oft bin, wie die Leute immer am Strand hinterher rennen, wie die Wahnsinnigen und gucken immer, ob da irgendein Bernstein angeschwommen kommt. Und das Interessante ist natürlich dabei, ist doch wie so ein Aal, weißt du, du wirst den immer irgendwie nicht kriegen, wenn du jetzt entspannt so in Meditationssitzung, also sitzt also so im Sand, sagst quasi Om und erfreust dich schon an dem Horizont, und da kommt die Welle an, geht zurück, du spürst den Rhythmus deines Atems sogar, du bist in diesem Zustand, von dem wir mal sprach im Interview, wo ich meinen Körper mal beim Joggen verlassen hatte, und du guckst dir die Steine an, die kommen und die gehen und die kommen und die gehen, und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, sag ich dir, dass da ein Bernstein mit dabei ist, den du so, oh, das ist ein Bernstein, ja. als wenn du hinher da rennst. Ja, eben dieses Gesetz der Resonanz, ja, dieses Stellen und Loslassen. Oder? Ja. Ja, schön. Ach, da können wir eigentlich auch noch ein Interview drüber machen, so dieses ganze Thema, also da würde ich mich freuen, wenn du nochmal kommst. Komm ich nochmal vorbei. Ja. Thema einfach mal sich auch mit diesem ganzen, wenn vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer sagt, hey, das trotzdem interessiert mich auch mal diese ganzen Zusammenhänge, was du damals auch aufgedeckt hast. Gibt es da Möglichkeiten, sich da nochmal einzulesen? Gibt es immer noch, weil zum Glück sind die ja noch alle vorhanden, die Bücher, also die Jahrhundertlüge, damit hat ja alles begonnen, hatten wir gerade erzählt. Zeichen der Wahrheit, muss fairerweise sagen, wir hatten damals auch sehr viel Geld in Hand genommen. Mit Top-Sprechern, also was wir bis jetzt nie besprochen haben in deinem Format, wir haben ja auch die als Hörbücher. Also Horst Janssen ist ja nicht irgendwer, der bekannte deutsche Schauspieler, hat zum Beispiel die Jahrhundertlüge besprochen. Jahrhundertlüge 2 gibt es ja auch noch eine Fortsetzung, haben wir nie drüber gesprochen. Die anderen haben mir das ein Abklatsch, ist ein völlig anderes Buch im Übrigen. Hat Rainer Schöne damals gesprochen, ist einer der bekanntesten Stimmen überhaupt. Ist von Optimus Prime, Transformers, Mickey Rook. Also so eine große, bekannte deutsche Stimme. Also wir haben die alle vertont, dass die Leute auch wirklich im Auto und überall diese Themen hören können. War es von Anfang an wichtig. Hab einen YouTube-Kanal, ganz einfach. Heiko Schrank findet ihr, dann haben wir heikoschrank.de und wo du, freue mich, dass du jedes Mal jetzt wirklich ummachst. Das wunderschöne Amulett. ein Zeichen der Wahrheit haben wir natürlich im Shop. Wir haben ja Schrank Verlag, so schrank.de gibt da am besten ein. Haben wir Shop, da findet ihr die Bücher und alle Sachen, die wir haben. Also Buch, Hörbuch, E-Book, alles vorhanden. Amuletts, alles, was man braucht. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Auf jeden Fall. Ja. Davon gehe ich aus. Liebe Zuschauer, ja, das Schöne ist wirklich an dem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, dass wir so einen wundervollen, bunten Strauß an Gästen haben. Und ich freue mich immer wieder, viele verschiedene Facetten zu hören. Und ich hoffe, Sie auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.